Wir haben darüber gesprochen. Bitte lass es. Setz dich hin. Setz dich bitte dahin. Setz dich jetzt dahin. Hand auf Blatt. Ist schon, glaube ich, schon cooler, gell? Willkommen zur Bar. Aber auch da oben ziehen, gell? Was? Direkt am Anfang, ne? Ja, ja, ja. Sind zwei Kästchen. Musste machen. Vollgebracht, ja. Wieder nur 88 Leute da. Also wenn jetzt jemand, wenn Harald oder ich mal irgendwo genannt werden sollten im Hauptfeed, dann klippt auch das. Ich will einmal sehen, wie Hand of Blood oder irgendjemand meinen Namen gesagt hat. Hast du was Richtung Finale? Weil das Finale fand ich sehr interessant. Wir hatten nämlich das, ich glaube sogar erste Mal, die Situation so im Finale, dass wir drei Leute hatten, die alle aus einem anderen Team stammen. Ja. Ne? Ich weiß, das Chris, Barbecue-Rippchen. Chris, Barbecue-Rippchen und die, wo sind die Kasse? Ah, am Kasten, ja. Sieht ansonsten hier leer aus. Ja, an dem Compound, wo wir hin wollten, da geht einer runter. Da ist einer. Ja, einer. Ja, ja. Aber da müssen wir halt nur auf unseren Rücken achten. Third person, dieser. Ein Auto in der Garage, im Boden versunken, what the fuck? Ja, passt, dann haben wir so gesehen zwei Autos, also alles easy. Mach du immer bitte die Türen wieder zu diesmal, wenn es geht. Schüsse von Richtung was ist der Atlantis? Ruinen irgendwo aus der Richtung. Okay. Hast du Türen offen gelassen hier? Nein. Dann ist hier jemand. Das letzte Haus auf der, da wo du bist, da ist die Tür offen. Da ist unten die Tür offen bei dem letzten Haus. Ich überleg doch gerade, ob sie nicht weggesprengt worden ist. Nein, die ist offen, nicht weggesprengt. Hä? Ja dann. Weißt du, ob der jetzt da drin ist oder ob der irgendwo anders hoch ist oder so? Ich sehe nämlich nichts da. Aber der kann auch da drin campen, das weißt du halt nicht, ne? Ja, genau so sieht's aus. Und der wird ja auch nicht. Kann auch schon über uns sein, ne? Dann lass uns nach oben gehen. Ein Stück zurück und dann nach oben, okay? Okay. Hier sind Türen offen. Ich meine auch, da ist einer drin hier bei dem Haus. Hier ist Türen offen? Ja, alles hier ist offen bei mir. Und ich meine, in dem Haus, wo ich bin, ist einer. Ja. Ja, noch nichts hier.
Problem ist, Third Person, die sehen halt genau im Zweifel hinterm Fenster, was wir hier machen. Eben. Komm, lass weg. Wir nehmen das Auto an der Straße und hauen ab. Ich hab gar keinen Bock drauf. Da ist die Tür offen, oder? Ja. Hier rechts sieht noch zu aus. Ich habe aber keine Ahnung. Ja, dadurch, dass da hinten die Türen offen waren, ja, würde ich halt da jetzt nicht unbedingt hin. Ja, aber hier werden überall Türen offen sein. Weil lass nochmal die nächsten, wo ich da gemarkt habe. Lass die nochmal checken. Hier sind schon zu aus in den Häusern. Ja, sieht zu aus. Also willst du jetzt die zweite M16 oder nicht? Ja, klar. Danke. Auto? 60? Dein Bike kommt zu mir? Voll trennbar. Sie fahren jetzt hier in den Compound oder fahren schon zwei. Oh, das fahren hier hinten rum bei mir. Ich meine, dieses Gebiet ist relativ beliebt, gerade im Squad Game. Aber es ist ganz gut. Alle drauf. An Bonnie Love. Und da ist jetzt hier Britney Beers alleine unterwegs. Also Bonnie Love kann man ist da auch nicht retten. Der ist da down, gar keine Chance. Aber der Typ ist tot. Sehr schön gespielt. Keine Ahnung. Ich muss weiter gucken, ich brauche einen Helm. Ja. Was ist der jetzt? Ja, erstmal so viel Deckung wie möglich hier immer um mich rum haben. Nee, nix Scheiß drauf. Ja, jetzt erstmal. Also, jetzt brauchen wir uns nicht großartig verteilen hier am Anfang, wo wir gerade gelootet haben, um dann eine Deckung zu suchen. Ich verteile hier nicht, ich laufe nur in Deckung, sonst nichts. Hm. Warte! Vielleicht doch nicht. Kannst dich mit Alt halt in Third Person so entspannt umschauen, das ist so lame eigentlich. Der Wald auf Südosten, da würde ich gern selber hin, aber da ist natürlich auch Gefahr groß. Ich bin so ein Drahtschirm durchs Bild und ich kriege einen halben Herzinfarkt, ey. Auto? Kommt an dir vorbeigefahren? Dies. Ja, weißt du, wir sind hier. Ja. Weiter. Nee, renn hier ein bisschen da, wo ich bin, weiter. Überleg doch gerade, ob wir hier jetzt reingehen sollen oder sozusagen denen nachlaufen sollen. Weil von hier rechts, wo wir sind, da wird keiner kommen. Da oben im Wald. Wir warten, bis die Zone zugeht und dann gehen wir an den Wald, weil wir sind genau an der Ridgeline vom Wald dann dran. Ja. Ich würde nur gerne wissen, wo die hin sind im Sinne von... das Auto steht hier. Hier. Auf Südosten, bei dem Wald. Ja, der ist dann hoch in den Wald rein. Ja. Wir gehen da, wo sein Auto ist, rein. Direkt hinter ihm, meinst du? Aha. Ja, der kann uns sehen, das weißt du, ne? So, wenn der da hinter einem Baum steht. Der ist da. Ich hab ihn gesehen, hat mich einmal getaggt. Ich hab ihn zweimal. Ich hab ihn zweimal getaggt. Ja, der ist nur einer, lass drauf. Weil ja, sonst ja.
Den gerade nicht. Auch nicht. Kann ich sehen? Der ist bei mir bei 105, aber der ist, glaube ich, taggt einer am Boden. Ein Compound unter uns. Ich höre noch ein Fahrzeug. Unter uns, direkt unter uns, kommt ein Fahrzeug auf uns zu. Komm rüber. Das fährt bei dir rum. Ja, ich hör's. Fahren weiter, glaube ich. Fährt weiter, ja. Ah, der Typ hier oben, ich weiß nicht, ob der glaubt. Also hier ist einer gestorben. Das Auto ist weg. Ja, das ist da hinten. Und aber die Frage ist nur halt, wer hat auf den geschossen? Ja, von unten aus dem Compound habe ich Schüsse gehört. Lass uns erstmal warten, wo die nächste Zone hingeht. Und ich gucke hier auf der anderen Seite des Hügels, nicht, dass wir jetzt flankiert werden hier. Und jetzt würde ich hier praktisch sogar fast querfeld einlaufen. Klar, der in dem Compound, der ist merkwürdig. Aber ansonsten haben wir nämlich durch alle Hügel und immer schöne Ridgelines. Da läuft einer auf S direkt hinter dem Ridgeline. Schütze auf mich. Ich weiß nicht von wo. Aber auf S läuft halt direkt einer an der Ridgeline bei dir. Ja, der ist direkt hinter mir. Das sind zwei, ne? Ich muss weg, ich hab keine. Ja, lauf. Let's go. Ja, das ist das gleiche Problem, was ich hab. Kommst du jetzt zu mir rüber? 5 Sekunden bis Zone. Ja, ich muss erstmal Mittel nehmen. Die kommen ja in unsere Richtung. Ich glaube, die sehen mich gleich. Fuck. Die werden jetzt auch beschossen. Zone kommt, Harald. Zone kommt. Ja. Ja, das sind die auf dich geschossen haben von der Seite. Ich heile mich mal hier. Lauf einfach weiter. Und Koffer dann, wenn es nötig ist. Ja, jetzt will mich einer von denen. Der einen auf 210 lauf. Echt jetzt? Ich hab doch meine Sanitasche genommen. Kacke. Wahrscheinlich habe ich nicht richtig drauf geachtet. Was? Ja, die Zone ist hart. Ich muss. Ja, dann lauf durch. Dann mach du das. Das ist schon so eine kleine Zone. Ja gut, ich hab's verkackt. Ich dachte, die Zone wird jetzt nicht so. Nee, die macht schon richtig Damage. Ich hab den dritten Koffer gerade genommen. Ich hätte früher nehmen sollen, ich war zu auf Draht. Scheiße.
Alter, und Alcaramba wird am Ende noch Zweiter, weil er da die ganze Zeit kämpft. Allerdings rausgenommen. Sehr schön, dass Kiefer von Spoonbären der Schuss. Erstmal die Safe Zone, weil das Schmerz kommt. Aber dann die Schüsse von It's Chris. Und It's Chris hier mit einer sehr, sehr starken Performance. Aber Mayo kriegt die Hits nicht drauf. Also da ist er jetzt super bitter jetzt. Das sind die letzten fünf und das wäre eine gute Gelegenheit gewesen. Cartman probiert rüberzukommen. Wird hier erlegt. Sich Mayo nochmal den Kill sichern für die Punkte. Natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, das ist es. Aber It's Chris hat jetzt hier eine Granate und das könnte für Mayo hier das Ende werden. Das ist der Kobe. It's Chris hier mit einer sehr, 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 sehr schönen Nade an der Stelle. Und jetzt haben wir nur noch drei Leute. Barbecue-Rippchen, It's Chris und Alcaramba. Und der wiederum ist hier tatsächlich in der Safe Zone, wenn ich das richtig sehe. Ja. Der einzige. Und dies. Der hat auf jeden Fall die Fahrkünste heute früh mit Löffeln gegessen. Also, das ist halt wirklich perfekt. Kann seinen UAZ da als Tarnung nehmen. Das ist halt wirklich perfekt. Also, It's Chris ist natürlich jetzt hier gerade mal wieder extrem zielsicher. Wie viele Kills hat der? Das sind sieben. Also, der ist halt völlig am Eskalieren. Aber trotzdem muss auch er sich dieser Zone opfern. Aber er macht's richtig. Er geht von außen in die Zone rein. Also, er versucht jetzt hier möglichst viel zu umlaufen. Und ich bin gespannt, ob er ihn sieht. Weil, wenn er da runter guckt, dann sieht er ihn. Ich meine, da liegt ein Auto. Da guckst du immer aus Versehen drauf. Oh, da wird geschossen. Sofort auf ihn. Er schmeißt sich sofort auf den Boden. Richtig. Aber gibt natürlich auch wieder Infos preis. Oh, und er spürt ganz genau, wo die Gegner sind. Ja, bei der kleinen Zone kann man natürlich dann ungefähr sagen, wo sich die letzten beiden dann verstecken. Barbecue-Rippchen hat er vorhin schon gesehen. Alcaramba ist jetzt so der Einzige, der noch nicht gesichtet wurde. Mir leid, somit muss er sich jetzt erstmal hier auf Barbecue-Rippchen fokussieren. Was hat er vor? Er wechselt die Waffe. Weiß er, dass er da oben ist? Jetzt wird er ihn hier gleich jeden Moment sehen. Da sieht er ihn. Er schießt ihn. Chris kann zurückschießen, hat viel kassiert, die Granaten können gefährlich werden. Chris wird ebenfalls attackiert, das noch von der anderen Seite. Oh, die Zone. Also jetzt wird es natürlich hier eine ganz, ganz enge Kiste. Beide kriechen aufeinander zu. Das und ist hier die Asia-Taktik. Und kommt man dann von der Zone nochmal weg, hat er nochmal richtig Glück gehabt. Und da sieht er ihn. Die Granate aus dem Liegen. Und da ist die Nate. Oh, aber Chris steht aus und holt ihn. Oh, aber jetzt Chris die Granate ihm noch. Also ich kann die allerdings überleben. Es ist im 1-on-1. Er hat den Highground, aber er hat sonst überhaupt nichts auf seiner Seite. Weil unten, der ist auf volles Leben. Da ist alles im Lot. Er hat nichts mitbekommen von der Schießerei. Und kann sich jetzt hier natürlich ganz entspannt in dieses 1 gegen 1 begeben. Aber jetzt Chris hatte immer noch Sachen dabei, um sich nochmal hochzupäppeln. Jetzt Chris hier natürlich in einer besseren Position, weil würde er so gerne das UAZ einsteigen und hupen. Ganz einfach kommt, aber von unten nach oben ist natürlich ein bisschen schwieriger. Und deswegen Alcaramba jetzt hier muss natürlich schauen, wie er sich bewegt. Er hat doch eine Nate. Er hat doch eine Nate hier, wenn er ihn sieht. Jetzt das ging fix. Scoreboard für euch, ihr kleinen Schnuckelhäschen. Das können wir vielleicht hier einmal kurz einblenden. It's Chris mit 9 Kills ist natürlich eine Hausnummer. Jetzt schon 31 Punkte nach der ersten Runde. So Junge, was ist denn falsch? Da muss man doch nochmal dazu sagen, wie das zustande kommt. Man bekommt ja 22 Punkte für den ersten Platz. Alcaramba war der dritte. Ne? Genau. Und dann noch pro Kill ein Punkt oben drauf. Haben wir diesmal gar nicht gezeigt. Haben wir gar nicht gesagt. Wir können euch das mal nach dem nächsten Game kurz zeigen. Ja, also auf dem zweiten Platz zwei Newcomer, wie ich das sehe. Nee, Harald von Horn war, glaube ich, letztes Mal schon einmal dabei. Alcaramba. Dritter Platz.